aus jedem Dorf unserer Heimat, aus jedem niedergebrannten Haus, aus der Asche unserer teuren Toten, muss nun ein freier Mann aufstehen. Ein Mann, der bereit ist, für Flandern in den Kampf zu ziehen. Vereinigt euch mit Oranien! Das wagen diese Blätter von euch zu fordern, diese Infamen. Und ihr würdet es befolgen, wenn ihr sie lesen könntet. Nicht wahr, mein Vater? Ja, ja. Ja, ja. Deshalb verbrennen wir sie. Die heilige Inquisition ist wie eine Mutter zu euch. Um eure Seelen zu retten, verbrennen wir die Bücher. Wozu wollt ihr lesen? Behaltet einen leeren Kopf. Wir denken für euch. Nicht wahr, mein Vater? Wenn ihr lest, kommen euch Ideen. Zum Beispiel die Idee der Freiheit. Und dann habt ihr das Verlangen, euch dem Heer der Geusen anzuschließen. Nicht schlecht für einen Mönch, er spricht wie Till. Ihr alle wollt euch Oraniens Truppen anschließen, bevor er über die Schelde setzt. Er will doch den Abgesandten aller Provinzen helfen, sich zu vereinigen. Die Versammlung der Generalstaaten wird stattfinden. Oranien braucht mich auch. Ich will hingehen. Aber wer zeigt mir den Weg? Schaut doch ein wenig in die Runde. Du siehst nach links. Und du siehst nach rechts. Ja. Ja, er wird dich hinbringen. Das geschieht jetzt überall in den Dörfern. Das heißt, es würde geschehen, wenn wir nicht da wären, um ihnen zu sagen, was sie lesen dürfen. Nicht wahr, mein Vater? Ja, ja. Gewiss, gewiss. Lest lieber die Versprechungen des Herzogs von Alba. Gold und das Paradies für denjenigen von euch, der Oranien, den Prinzen der Freiheit, ermordet. Oh ja, so etwas müsst ihr lesen. Aber davon wollt ihr nichts hören. Seit 15 Monaten findet sich in euch nicht einer, der ihn umbringt. Das ist wirklich nicht zu glauben.